Was wir geübt haben, diese dreimal, war eine besondere Form des Innehaltens. Ein Innehalten, bei dem wir einfach wahrnehmen, was ist, unkontrolliert, ohne Zensur, ohne den Geist auf irgendetwas Spezielles zu richten. Ne? Ist anders als die Achtsamkeitspausen, die wir oft auch üben, wo wir die Achtsamkeit bewusst lenken. Zum Beispiel, wie fühlt sich der Bauch an? Atmung, ja, allgemein Körpergefühl oder sehen, hören und so weiter, die anderen Sinne. Und wie fühle ich mich innerlich? Diese Art von Achtsamkeit oder Gewahrsein, die ich euch gerade so ein bisschen so angeregt habe zu praktizieren, die ist erstmal umgerichtet. Und dann merkt ihr vielleicht, wo ihr sie bewusst hinrichten möchtet. Und da geht es mir darum, dass ihr selber wählt, wo ihr sie dann hinrichten möchtet und wo ihr sie vielleicht stabilisieren möchtet. Das wäre dann der nächste Schritt. Das machen wir auch. Habt ihr Fragen zum ersten Teil? Fragen, Bemerkungen? Interessiert euch etwas? Vielleicht eine Anmerkung. Es war für mich sehr interessant, dass normalerweise ist das eher das Problem in der Hilfe. Von einem Thema zum anderen und den Tag durcharbeitet und irgendwelche Sachen durch. Und jetzt, wo er dürfte, muss. Das ist ein ganz altbekanntes Gesetz des Geistes, dass wenn wir dem Geist alle Freiheit geben, dass er dann besonders schnell zur Ruhe kommt. Quasi automatisch. Zusätzlich, also wenn du das alleine praktizieren würdest, wäre es auch immer so, aber dann würde sich das Niveau der Achtsamkeit, also des Gewahren, des Wahrnehmens von dem, wie es ist, das würde sich ein bisschen absenken und dann würde wieder die Ablenkung kommen. Aber was ich mit euch gemacht habe, ist, ich habe immer wieder die Rolle des Erinnerns übernommen. Ich habe euch immer mal wieder so ein kleines bisschen erinnert. Und das hat ein hohes Niveau von Gewahrsein so in der Gruppe ermöglicht, dass alle immer wieder zurückkamen und nicht allzu weit abgeschweift sind. Und dann hat man besonders stark, weil alle in der Gruppe das gemeinsam besonders stark dieses Gefühl, einfach sein, der Geist will ja gar nirgendwo hingehen. Ging mir genauso. Ich habe viele jetzt reagieren sehen, als du das gesagt hast, ging vielen offenbar so. Und das ist der Königsweg in die Geistesruhe. Der Königsweg zu einem ruhigen, offenen Geist ist, ihm alles zu erlauben, nur eins zu tun, gewahr zu bleiben. Gar nichts mit dem Geist vorzuhaben. Dann gibt es keine Widerstände, es gibt keine innere Revolte, keine Bürgerkriege, nichts, weil nicht ein Teil sich gegen einen anderen Teil stellt. Weil es niemanden gibt, der sagt, du darfst dich nicht bewegen, halt ruhig. Das halten wir für eine Weile aus, geben für eine Weile und dann wollen wir aber. Aber diese Art des Seins ist sowas von entspannt, weil null Kontrolle ausgeübt wird. Nur Gewahrsein. Und das manchmal ist es weniger, dann passiert wie dann darf ja auch alles Mögliche passieren. Bloß passiert es dann, ohne dass wir bewusst sind. Und dann werden wir einfach wieder bewusst. Und dann passiert etwas Interessantes. In dem Moment, wo wir bewusst werden, trennt sich die Spreu vom Weizen. Alles Unnötige, Überflüssige fällt in sich zusammen. Was bleibt, ist nur noch das, was uns wirklich interessiert, was wir wirklich denken wollen, wo wir den Geist draufrichten wollen. Das können wir weiter tun. Wir können konstruktiv denken, wir können spüren, wir können Gefühlen nachgehen, wir können die Aufmerksamkeit. Wir haben die ganze Beweglichkeit des Geistes zur Verfügung, aber alles Überflüssige fällt weg, weil Gewahrsein da ist. Unglaublich. Ein tolles Phänomen, wo wir durch das Gewahrsein selbst aufräumen. Alles Überflüssige fällt weg und das, was wirklich Sinn macht, dem können wir uns weiter widmen. Ist richtig klasse. Sag mir noch mal deinen Namen, wir kennen uns ja. Sabine. Sabine, genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Gewahrsein, wie sich das zum Beispiel dann denke. Jetzt schaue ich da auf den Boden und Maserung. Ist das dann Gewahrsein?
Das ist Denken. Das ist, kommt danach. Du warst dir schon bewusst, dass du die Figuren auf dem Boden dir anschaust, bevor du den Kommentar abgegeben hast. Der Kommentar bestätigt das, aber ist eigentlich überflüssig. Ist mir auch irgendwie ein nettes Gefühl. Ich bin da unsicher. Du brauchst dann nur gewahr zu sein, dass gerade da ein Denken war. Ich bestudiere die Formen auf dem Boden. Und das reicht. Und dann merkst du, dann hört das auch auf. Ja, einfach immer das, was gerade passiert, das bemerkst du. Und das brauchst du nicht zu benennen. Das Benennen hilft ein bisschen. Aber es Benennen ist auch überflüssig, weil du hast es schon wahrgenommen. Ein Spüren. Und es ist ein nonverbales Spüren erstmal. Und das Verbalisieren, das innere Verbalisieren bekräftigt das noch, aber ist oft völlig überflüssig. Wenn wir bemerken, dass wir so etwas ausformulieren innerlich, wenn wir dessen gewahr werden, dann merken wir oft, dass wir den Satz gar nicht zu Ende denken müssen, weil das, was wir da sagen innerlich als Sätzchen, das haben wir schon längst gedacht. Das ist schon völlig klar. Wir brauchen es gar nicht noch weiter auszuformulieren. Unser Geist ist eigentlich viel schneller als das begriffliche Denken. Und das Gewahrsein, das ist so flink und beweglich, das kriegt das alles mit und braucht auch weiter gar keine Kommentare abzugeben. Das ist völlig klar und bemerkt das und kann sich auch sogar den Kommentar sparen. Das ist was Subtiles. Es ist was Subtiles, was uns ständig zur Verfügung steht und die Grundlage des Denkens ist, dank des Gewahrseins und kommt es auch zu all diesem begrifflichen Denken und das können wir auch mit Gewahrsein durchdrängen. Ich nehme mal jetzt unsere Situation als Beispiel. Während ich dir antworte, gibt es in meinem Geist nichts, was die Sätze vorformuliert. Was aber ganz klar da ist, ist, dass ich genau weiß, was ich ausdrücken möchte. Und dieses Ausdrücken findet, man hat einen Eindruck, spontan statt. Und auch du, wenn du normalerweise so sprichst, dann hast du nicht erst einen Gedanken und dann drückst, es geht direkt aus dem Spüren, Wissen, Fühlen, geht es in den Ausdruck. Und dieses Wissen, Spüren, Fühlen, ohne Ausdruck, im stillen Sein, braucht gar nicht dieses Begriffliche, um gespürt, gefühlt, gedacht zu werden, sondern kann nicht begrifflich gefühlt wahrgenommen werden. Ja, das darauf mal achten, was da alles ist, was da alles mitzubekommen ist, auch wenn die Kommentatorschiene gerade nicht weiter bedient wird. Ja, so da merken wir, boah, mit welcher Geschwindigkeit da innerlich die Dinge ablaufen. Sehr wichtig auch zum Verständnis von Emotionen, weil die Emotionen sind da und kräftig, bevor sie gedacht, also begrifflich dann ausformuliert. Wie ist denn das passiert, ja? Das war jetzt beim dritten Mal. Dann habe ich gedacht, okay, ja, das genau, das ist die Freude. Mhm. Und die Freude, die entwickelt sich, ich bin dann so freudig erregt, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Dass es wie ein Hindernis wäre, ins Gewahrsam, das Gewahrsam zu ändern. Mhm. Ja, also? Mhm. Ich verstehe. Dann hast du, ich weiß nicht, das ist ein typisches bei mir. Mhm. Das ist wie sowas. Ja, okay. Jetzt muss ich dir reinen Wein einschenken. Das ist ein Judgment, das ist eine Beurteilung. Ja, da ist eine Faszination dahinter. Das ist alles, okay. Das ist, weißt du, das nennt man auf Englisch The Demon of Exhilaration. Ja. Ja, das ist Faszination. Und das ist eine Begeisterung mit dieser Entdeckung, Freude, Leichtigkeit, die jetzt da reinkommt. Okay, da ist Greifen dran. Ja. Aber wenn du das entspannst, bleibt die Freude trotzdem da. Genau, dann die kommt dann noch dann mehr zum... Das hast du? Ja, ja. Und dann? Ja, dann hatte ich das Gefühl... Ja, genau. Dann hat sie sich nämlich in einer Reinform gezeigt, ohne dieses Greifen und Aufputschen. Dann hast du eine, die fühlt sich etwas subtiler an, etwas feiner und ist aber umso klarer da. Und sie ist nicht mehr aufregend. Genau. Ja, das war sehr hilfreich, dass du das mit der Freude gesagt hast, weil dann war irgendwie so eine Irritation. Ja. Ist dann langsam ruhig. Es ist wie ein Muster bei mir. Ja. Also immer durch diese. Ja. Klar, kennen wir alle.
Kennen wir alle. Okay. Etwas fühlt sich super gut an und wir fahren voll drauf ab. Ja. 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 Und das mit der Freude, wenn wir noch ein bisschen am Ball bleiben, du hast dann diese Freude deutlich gespürt und wie hat sich das auf so dein Befinden ausgewirkt? Wie hat sich dadurch dein Erleben dann gestaltet oder weiterentwickelt? Es ging alles wieder runter. Mhm. Und ich war einfach wieder im Gewahrsein. Mhm. Wobei für mich dann ich hatte trotzdem sozusagen die Gedanken, aha, das ist Freude, ja? Mhm. So fühlt sich da eigentlich an, wenn ich nur das Gefühl gehe. So. Genau. Es ist einfach sowas da, was so zu identifizieren oder zu benennen oder irgendwo, ja? Mhm. Ich komm noch mal drauf zurück, will mal noch einladen. Gibt's noch andere Beobachtungen zu diesem Moment, wo ich eure Aufmerksamkeit auf die Freude gelenkt habe? Ihr drei? Okay. Also bei mir war es anders. Mein Empfinden war Raum, Weite, der gedankenlose Raum, das sehr bei mir sein und dann kam die Heiterkeit. Sehr subtil und ganz fein und ich habe es auch nicht benannt, ich dachte mir nur, Heiterkeit. Ist eine Heiterkeit, mhm. Genau. Genau. Ich Heiterkeit ist, weißt du, ich gehe auch so zwischen den Sprachen so ein bisschen spazieren. Auf Französisch nennt man das Serenité. Mhm. Und das ist das, was du erlebt hast, diese heitere Gelassenheit. Ja, das war jetzt nicht so intensiv bei dir. Genau, genau. Sondern es war eher, das kam dann so, als du das gesagt hast und dann ja eher lassen. Ja, genau. Das ist, was wir im Deutschen als heiter beschreiben, wobei es nicht dieses ruhige Heiterkeit. Genau. Mhm. Und wie hat, als du dann diese Heiterkeit gespürt hast, hat das Auswirkungen dann nochmal auf dein Befinden, auf deinen Geist gehabt? Keine gedanklichen. Ich habe die Leere los, aber ich habe mal eine Weite in meinem Herzen empfunden und ich war nochmal mehr Gewahrsein in der Gelassenheit der Situation. Ja. Aber ich habe es nicht benannt. Ich habe es nur emotional gehört. Ja, ja. Mhm. Ich komme auch drauf zu, ich fasse das dann zusammen. Magst du weitermachen? Sophia war das, ne? Mhm. Also ich bin jetzt nicht so sehr auf das mit Freude gesagt hast, sondern was mich so, oder was ich wahrnehme, ist nicht, wie ich das benennen soll. Manchmal ist es auch, dass ich das Gefühl tue. Ja, was passiert mit dir? Ja. Wird höher, wärmer. Etwas wärmer. Wird? Ja. Wie? Wie? Ich darf es dir nicht im Mund legen. Also versuch mal zu beschreiben. Es wird weiter. Und durchlässiger. Durchlässiger. Als ob die Körperoberfläche weiter und durchlässiger wird. Mhm. Es ist sehr angenehm, entspannt. Du traust dich kaum zu sagen, angenehm. Ne? Ja, aber es ist angenehm. Ich denke, ich bilde mir das ein. Also nee, das ist mein Kopf. Nee. Oder so. Das bildest du dir nicht ein. Nee, nee, das erlebst du wirklich. Ja. Ist das ein Ganzkörpergefühl? Ja. Okay. Gut, danke. Dann zu dir. Bei mir ist es auch so, dass ich es genießen kann, fühle mich dann so verbündet und konzentriert. Und das ist so ein Gefühl von Kraft auch. Mhm. Und dann habe ich aber so das Gefühl, ja, und was fange ich jetzt mit dir an? Ja, und dann? Ja, das ist so eine gewisse, wie soll ich sagen, Spannung dann. Die ist dann nicht mehr so. Was ist das für eine Spannung? Ich möchte was machen dann. Echt? Und wenn du dann nichts machst? Ja. Ich weiß es nicht. Und? Okay, das ist eine andere Form von Greifen. Aha. Das ist, da hast du jetzt, du findest in deine Kraft, du genießt es, da ist das, was andere als Freude ist, bei dir eher so ein Genießen auch der Kraft und dieser Präsenz. Und dann kommt, was mache ich jetzt damit? Ja. Das ist ein Greifen, weil es etwas halt machen möchte und tun möchte und jetzt natürlich bist froh, hast die Kraft, jetzt möchtest du fast wie losrennen oder irgendwie was tun. Und was passiert dann? Eher dann unangenehm. Genau, weil Spannung entsteht. Genau. Und schon ist der Genuss geschmälert, die Freude weniger. Okay, das ist die Auswirkung. Da ist jetzt
ein Klesha reingekommen. Da ist ein Greifen reingekommen. Und wenn du das wieder entspannen kannst und dir zum Beispiel sagst, hey, brauchst nichts zu tun, kannst du einfach nur genießen. Ja? Wenn dir das sagen würdest, entspannt sich das und die Freude, dieser Genuss kommt wieder stärker zum Vorschein. Das wäre dann das, was du dir so als Ermutigung geben könntest, es einfach mal nur zu spüren und zu lassen und wie auch herzuschenken. Sonst doch alle haben diese Freude und alle haben diese Kraft. Und einfach sagen wir im tibetischen Buddhismus immer, sobald du was Angenehmes erlebst, teils mit allen, schenke es her, ist die beste Art und Weise, nicht dran zu haften. Okay, was wir besprochen haben, nach diesen vier Beiträgen, das ist ein Faktor, der nennt sich Piti auf Pali. Das ist ein stabilisierender Geistesfaktor, Freude, der dazu beiträgt, dass unser Geist noch ruhiger wird. Das ist das vierte Glied in den sieben Kräften, die zum Erwachen beitragen. Und diese Freude ist eine Lebensfreude. Diese Freude ist die Freude, bewusst zu leben, zu erleben, und ist die Freude, gewahr zu sein. Die Freude zu sein. Und die tritt immer auf. Buddha hat die schon vor 2500 Jahren beschrieben, die tritt immer auf, wenn Menschen bewusst werden, gewahr werden, ohne sich einzuengen, in Offenheit gewahr werden. Und es ist die Freude zu sein. Und die Freude zu sein kann nur auftauchen, wenn wir es erleben. Deswegen hat Gewahrsein so viel damit zu tun. Wir finden in unsere Kraft, in unsere Lebenskraft kann pulsieren. Es wird erlebt, es wird wahrgenommen und es ist noch nichts Greifendes, Kontrollierendes, Richtendes. Es ist einfach nur die Freude wahrzunehmen, zu erleben, zu sein. Es ist ein unglaubliches Geschenk, was wir in uns tragen. Ein Geschenk, das wir nur gewahr werden, zu werden brauchen. Und das allein schon, das reicht. Das reicht. Und dann im Gewahrsein merken, wie es sich öffnet, wie es sich entspannt und wie diese zunehmende Gelöstheit, die da eintritt, uns mit Wohlgefühl erfüllt. Und das ist eben auch körperlich. Das wird auch körperlich gespürt. Da fühlt sich die Haut wie ganz sanft an. Das wird warm, es beginnt zu zirkulieren. Das ist ein Ganzkörpergefühl. Manchmal sind Bereiche im Bauch oder irgendwo werden etwas wärmer als andere. Dann gleicht sich das wieder aus und es entsteht ein Ganzkörperwohlgefühl. Das ist ganz was Normales, das kann man gar nicht verhindern. Es gehört mit dazu. Und manchmal erleben wir es stärker körperlich, manchmal stärker geistig. Und je weniger wir danach greifen, desto feiner wird es. Das findet keine Identifikation statt. Aber diese Freude hat eine so stabilisierende Auswirkung auf unseren Geist. Stabilisierend in der Dynamik. Jetzt nicht stabil in Loch, sondern es ist, als ob sie in sich selbst genug wäre. Wir brauchen nicht mehr woanders zu suchen nach Freude. Wir sind erfüllt in dem Moment. Und das ist, was wir jetzt beschrieben haben, das ist unsere natürliche Ressource. Das ist der Quell unserer Heilung. Sind wir jetzt schon in den ersten paar Meditationen, einige von uns haben das schon gespürt, so viele nicken, obwohl sie nichts gesagt haben, andere sind noch ein bisschen bedenklich, weil sie vielleicht noch nicht dahin gefunden haben. Denkt nicht drüber nach. Wenn wir es noch entspannter angehen, kommt auch der Letzte hier in der Gruppe in diese Freude des Seins. Es gibt überhaupt kein Problem. Das Einzige ist, dass wir zu viel versuchen. Das könnte dem im Wege stehen. Und das ist der Quell der Heilung. Da ist es auch, wenn das passiert, dann sind wir wieder bei uns angekommen. Wenn in den Psychotherapien dieser Shift bemerkt wird, wenn eine Lösung sich einstellt, dann verändert sich das Körperempfinden, die geistige Wachheit ist wieder da, Freude kommt wieder. Und dieser Moment, das ist der Moment der Heilung, wenn wir wieder in diesem manchmal auch Flow wiederfinden, Lösung, Offenheit, zirkuliert wieder.
Das ist, was jedem Menschen eingeboren ist. Jeder von uns trägt das in sich. Diese Möglichkeit, so gewahr zu sein, dass es erfüllend wirkt, dass es eine gewisse heitere Gelöstheit, Gelassenheit mit sich bringt oder eine Kraft oder ein körperliches Wohlgefühl oder eine solch starke Freude, dass sie einen fast überwältigt. Und da muss man sich ein bisschen dran üben, sich nicht fortreißen zu lassen von dieser Begeisterung, um in den tieferen Genuss zu kommen. Weil dann, ne, zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Begeisterung bleiben würden, dann könnten wir abends gar nicht schlafen. Dann wären wir so aufgeregt, dann wäre so, wow, und dieses Gewahrsein, was man spüren kann. Das ist so da hellwach im Bett und da läuft gar nichts mehr. Es ist keine Entspannung mehr, das ist Anspannung, gepaart mit Gefühlen, die uns noch nicht so vertraut sind und wo wir dann so stark greifen. Andere Fragen? Ja, bitte. Eine Frage, also ich habe das so ähnlich beschrieben wurde. Ich hatte das letztens auch bei der Ronny beim Meditationskurs. Und meine Vermutung ist die, und das auch dann zwar im Zusammenhang, dass es in der Gruppe eben, dass da noch so eine Gruppendynamik entsteht, dass da sich verstärken, wie wenn ich jetzt alleine eben zu Hause mache. Ja, das ist leichter. Wenn wir jetzt alleine zu Hause machen, also in der Gruppe ist es gleich, wir werden angeleitet und wir gehen gemeinsam da rein und jetzt zum Beispiel ich als Anleitender, Romy sicherlich auch, dann sprechen wir aus der Erfahrung, wir erleben es gerade, wir kommunizieren etwas, was wir schon erleben und es aufgrund des Mitschwingens miteinander kommen wir miteinander ins Schwingen. Und da öffnen sich Bereiche in uns, die uns so alleine erstmal so vielleicht nicht so schnell zugänglich wären. Das ist die Kunst. Das ist die Kunst, wie bringe ich andere Menschen mit meiner Präsenz und dann mit der Brücke so von Worten, von Sprache, wie bringen wir einander so ins Schwingen, sodass wir uns einschwingen können und Ähnliches miteinander teilen. Nicht als Unterrichten, das ist immer so, dass ich das, was ich beschreibe, schon erfahren habe. Ich bin euch immer ein Schrittchen voraus. Ja, immer so, ich beschreibe immer, ich sage etwas, also ich spüre etwas, gebe das in die Meditationsanweisung, spüre, wie ihr mitgeht, merke, was das in mir auslöst, was das Nächste ist, was ich zeigen möchte, und dann beschreibe ich das, weil es ist schon da, und dann geht es immer weiter. Und solange ich spüre, dass die Gruppe mitschwingt, und das kann ein Mensch spüren, wir kriegen das mit, wie sich so eine ganze Gruppe mit einschwingt. Und das ist ein total schönes Geschenk, dass wir Menschen so als ganze Gruppe, dann entwickeln wir so einen Gruppenkörper, so ein Gruppenbewusstsein. Und das ist, da können wir uns drauf einlassen und werden getragen. Und dann kommen wir nach Hause und verflixt nochmal. Wie war das nochmal? Wie geht das? Und die Worte alleine tun's nicht. Wir müssen uns mit dieser Fähigkeit des Sich-Erinnerns, mit diesem Sati, mit diesem uns erinnern, zurückführen, müssen wir uns schrittweise erinnern, einladen, dabei bleiben, und unseren inneren Piloten nutzen, genauso wie das, was wir in der Gruppe haben, dann tatsächlich diese Bereiche in uns zu öffnen. Und dann, wenn wir das regelmäßig schaffen, das auch so zu tun, dann haben wir es gemeistert oder in der modernen Sprache jetzt neurophysiologisch ausgedrückt, wir haben es gebahnt in uns. Wir sind jetzt durch so mit unseren Gehirnwindungen, ja, sind wir in eine Entspannung gekommen, aber euch ist der Weg noch nicht so total vertraut. Es ist noch keine volle Bahnung. Und zu Hause braucht es vielleicht eine halbe Stunde oder bis das dann so endlich kommt. Wenn es gebahnt ist, dann ist das in Zehntelsekunden, in einer Sekunde möglich, in diese Entspannung anzukommen. Es ist so gebahnt, es ist so vertraut. Wir sind einfach Gewohnheitstiere, oder? Es ist, alles läuft über Gewohnheit, über Bahnungen. Und dieses Eintreten in unser natürliches Sein, auch das können wir bahnen. Auch das ist etwas, was wir lernen können. Wir lernen es als Gruppe, dann üben wir es zu Hause und wir bleiben am Ball, bis wir es gelernt haben. Bis wir den Zugang dazu so gut kennen, dass wir sagen können,
okay, fast in jeder Situation, wenn ich mich nur für einen Moment hinsetzen kann, schaffe ich es, diesen Raum wiederzufinden, wieder zu öffnen. Und dann, nächster Schritt, lerne ich sogar in der Aktivität. Brauche nicht mehr in die Pause zu gehen. Es ist noch weiter. Die Möglichkeit, da Zugang zu haben, geht noch weiter. Und dann kann ich diesen Zugang sogar offen halten. Ich kann in diesem Sein bleiben, während ich aktiv bin und weiter aktiv bin. Ich brauche die Aktivität nicht zu unterbrechen. Das kann sich total integrieren mit Sprechen, Schreiben, Autofahren, alles Mögliche tun. Und der Geist bleibt weiter in dieser Freude des Seins, in dieser Offenheit. Lange Antwort auf eine an sich klare, kurze Frage. Ich dachte, ich hätte vorhin noch irgendwo jemanden gesehen, der was fragen wollte. Ja, gerne. Die gibt's auf jeden Fall. Die Aufnahme stelle ich immer zur Verfügung. Franz hat sich jetzt bereit erklärt, hier alles aufzunehmen. Es läuft, ist auch gut, wenn immer noch eine zweite Aufnahme läuft, bin ich auch dankbar. Irgendjemand hat sein Handy ja hier hingelegt. Das ist gut. Macht das jedes Mal. Das ist wunderbar, damit wir kommen also einfach, falls was ausfällt. Und ich stelle die dann immer zur Verfügung. Ich kann das gerne bei mir hochladen auf meine Webseite und ihr könnt es euch dort runterladen. Gerne. Oder wenn Aishim so bereit wäre, dann könnt ihr das über den Verteiler auch oder in die Dropbox stellen und es kann runtergeladen werden. Sehr gerne. Gerne über mich? Okay, gut. Mhm. Ihr habt ja vielleicht schon entdeckt, dass auf meiner Webseite da auch Audios drauf sind. Ja, das machen wir so. Wir müssen auch bald zum Abschluss kommen. Habt ihr noch Fragen zu diesem Erklärung zu Emotionen und was ich da im ersten Teil angesprochen habe? Nee, aber ich habe dann, manche fangen an zu meditieren. Ich hatte das Gefühl, dass ich das gemacht habe. Könntest du mir kurz da nochmal genauer beschreiben, was der Unterschied zwischen Schmerzen Das war natürlich ein Spiel mit Worten. Was ich damit ansprechen wollte, ist, dass ihr in ein Wollen kamt, ein Wollen, es richtig zu machen, dass ihr meditieren wollt, einige von euch meditieren wollten, und dass das bedeutet, dass ihr einer Vorstellung nachgingt. Ihr hattet eine Vorstellung von, wie es jetzt richtig ist zu sein oder wie ich jetzt sein sollte, weil es jetzt ja offenbar um Meditation geht. Und dieses Verfolgen einer Vorstellung ist eine echte Krux beim Meditieren. Weil wir sind ziemlich gut da drin, Vorstellungen so zu halten, dass unser Erleben dann mit der Zeit der Vorstellung entspricht. Aber es ist eine subtile Form von Selbstmanipulation und führt nicht ins Erwachen. Das habe ich gemeint damit. Es führt das nicht ins Erwachen, wo man so auch sagt, dass man es tut und seine Gewohnheiten ja darüber verändert. Die Gewohnheitsmuster, die Bahnung, von denen ich vorhin gesprochen habe, das sind nicht die Gewohnheitsmuster, von denen du wohl gehört hast, sondern diese Bahnung ist eine Bahnung ins offene Sein, ins Nicht-Kontrollieren, ins natürliche Sein. Okay, aber da findet dann nichts weiter statt an Vorstellungen, ne? Die Wirkung ist einfaches Sein und alles darf sein. Was du gehört hast, sind Unterweisungen vermutlich vom stufenweisen Weg, wo wir heilsame Gewohnheiten kultivieren. Und die helfen uns. Wir machen aus unserem normalen, verstrickten Albtraum, machen wir einen guten Traum. Aber der gute Traum, der heilsame Traum mit den heilsamen Gewohnheiten ist noch nicht das Erwachen. Es ist einfach ein guter Traum. Wir müssen aus dem Traum noch erwachen. Es geht aber viel leichter, aus dem guten Traum zu erwachen, als aus dem Albtraum. Ja? Deswegen, das hörst du natürlich viele Unterweisungen, wo es, die richtig hilfreich sind, richtig hilfreich. Aber sie hören sie, wir kriegen unbewusst, kriegen wir so eine Botschaft, mach das so, mach das richtig, heilsame Gewohnheiten aufbauen und dann kommt alles gut. Und wir haben dann unsere auch Good Boy, Good Girl Syndrom. Ja, wir wollen alles richtig machen, wollen es gut machen. Und in unserem Training üben des Heilsamen sind wir
auf einer kontrollierenden Schiene sind im Grunde genommen noch in unserer, nennen wir es ruhig mal, Neurose gefangen, alles immer noch besser machen zu wollen, an uns rumzudoktern und Papa zu beweisen, dass wir es schaffen, dass wir es gut machen. Ne? Den haben wir schon internalisiert, du bist ja vom Fach und du weißt ja, was ich damit meine. Und das führt nicht zum Erwachen. Das führt nur zu angenehmen Erfahrungen. Das ist auch schön. Zum Erwachen, das Durchschauen, dass überhaupt, dass es gar nichts zu ändern gibt. Dass es wirklich, dass das Erleben jetzt, so wie es ist, völlig ausreicht. Es geht nicht darum, etwas anderes zu erleben. Und das werden wir dann Stück für Stück mit allen Emotionen uns mal angucken. Wir brauchen keine andere Welt, ein anderes emotionales Erleben. Wir können Wut nehmen, Ärger, Hass als Grundlage des Erwachens, Begierde, Verlangen, Gier. Wir können Stolz, Hochmut, Eifersucht, Rivalität, Arroganz, wir können das ganze Paket, wir können den Tiefschlaf nehmen, wir können die größte Dumpfheit nehmen. Jeder Geisteszustand hat das Erwachen in sich. Das führt zum Erwachen, das zu erkennen, dass wir nicht an der Welt rumzudoktern brauchen, nicht an unserem Geist rumzudoktern brauchen, sondern das, wie es ist, jetzt gerade wie es ist, erkennen als nicht fassbar, dynamisch, offen. Ja, das führt zum Erwachen. Ich habe so oft gehört, aber es geht irgendwie nicht. Das geht von selbst. Das kannst du nicht machen. Das hast du schon oft gehört, da bin ich aber beruhigt, dass du das schon oft gehört hast. Finde ich super. Wir gehen weiter in diese Richtung, sodass klar wird, dass wir eben nichts zu machen brauchen. Dass es nur einfach so ist, wie es ist. Im Grunde genommen brauchst du nur eins. Den Blick immer auf den Wandel halten. Immer auf den Wandel, auf das Prozesshafte. Immer da spüren, wie prozesshaft alles ist. Immer mit dem Wie arbeiten. Da kommen wir noch rein. Es ist überhaupt nicht schwer. Es ist so super mega einfach. Ja. Ja, wirklich. Wir machen uns einen Strick draus, weil wir denken, wir müssten etwas machen. Wir brauchen nur zulassen. Nicht loslassen, zulassen, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind. Nicht wegschicken, einfach nur zulassen und gewahr bleiben. Und in diesem Gewahrbleiben, während wir zulassen, wird alles offenkundig. Es ist wirklich toll. Nichts, wo das Ich sich irgendwie toll findet, sondern es ist so mega einfach, dass wir uns nur noch am Kopf schlagen und sagen, wie konnte ich das die ganze Zeit nicht wahrnehmen? Immer habe ich gesucht. Ich habe nach dem Eingangstor zum Erwachen gesucht. Du scheinst ja auch zu dieser Familie zu gehören. Willkommen im Club. Aber wenn wir aufgeben, dann passiert es. Irgendwie müssen wir uns vergessen und aufgeben. Wir müssen diesen verflixten spirituellen Wunsch und Ehrgeiz so nutzen, dass wir uns allmählich klar wird, nee, das Ich wird nie erwachen. Ich hab mich gefühlt wie ein Tiger im Käfig oder wie nur Wände um mich herum. Und mein Lehrer hat nur gelacht, weil ich irgendwie irgendwo den Ausweg suchte und irgendwie dachte jetzt, wie komme ich aus dieser dualistischen Kiste raus? Das ist passiert in dem Moment, wo ich mich vergessen habe. Und das ist zum ersten Mal passiert. Ich habe mich wirklich vergessen. Einfach nur vergessen. Es war bei einem Ausatmen ausgerechnet. Ja? Und dass es so einfach ist, das, weil das ist halt das Schwierige, wie vergessen wir uns, aber wenn es dabei ist, es ist so absolutes, absolute Nichtstun. Ja? Und gut, aber das ist jetzt, da geht's jetzt schon ums Erwachen und eigentlich wollte ich ein bisschen kleinere Brötchen backen. Wenn es so einfach ist, dann schaffen wir das.
Ja, ja. Das ist so einfach. Steht euch ja nichts im Wege. Ne? Aber das Blöde ist, wenn ich drüber spreche, dann wird die Karotte wieder immer, die wird mega dick, ja. Und das ist das, und das ist das Problem, dass die, je mehr wir drüber sprechen, desto mehr ist die Karotte im Raum und dann fängt dieses ganze Sehnen und Streben wieder an und dann ist, pff, dann ist das total kontraproduktiv. Ne? Hast du's? Ich finde das mit dem Wollen, das ist, geht mir jetzt gerade irgendwie so. Also, wie kann ich gänzlich ohne Wollen auskommen? Also, ich finde da eine Schwierigkeit. Ich wollte auf das Seminar zu dir herkommen. Ja, ein Glück. Ich wollte also, auch wollen. Da. Ja. Also, wo ist das mit dem Wollen? Da gibt's offensichtlich, brauche ich eine Energie sozusagen auf dem Weg zu bleiben. Ja, absolut. Das mit dem Wollen, wie können wir völlig gelöst wollen? Es ist keine Quadratur des Kreises, es geht. Es geht. Es klappt. Entspanntes, die Tibeter nennen das dann einfach Streben, also Mönpa auf Tibetisch, im Unterschied zu wollen. Damit meinen die, innerlich eine Richtung zu haben, einen Kompass, eine innere Ausrichtung zu haben, ohne identifiziert zu sein mit der Ausrichtung. Also eine Ausrichtung, ein Wollen, mit dem wir aber nicht verstrickt sind und nicht, was nicht den, das Herz eng macht und den Geist eng macht, sondern ein, die nennen das dann auch freudige Ausdauer. Das ist das, ja, weißt du, das vierte Parameter, ja, Energie. Ausgerichtete Energie zu haben, die auch nicht nachlässt, die ganz klar spürt, wo es lang geht. Es geht in diese Offenheit oder es geht auf Seminar und da trägt uns die Kraft der Freude. Man beschreibt das auch als die Freude am Heilsamen. Und die macht halt nicht eng. Da ist dann Wollen, wenn wir die Ausrichtung haben und ganz klar haben, und dann geben wir ganz viel Energie da rein, aber Herz und Geist werden nicht eng. Das ist so, wie wenn du eine total schöne Mahlzeit vorbereitest für Gäste und du kommst nicht in Stress, sondern du bleibst, während du kochst und das alles machst, in der Freude. Das wird dann gar nicht zur Last. Ne? So, und das, man könnte ja sagen, du wolltest doch ein Essen kochen. Ja, wollte ich, klar. Aber dieses Wollen hat uns nicht verspannt. Dann wird man der Energie folgen, oder? Ja, so, da müsste man dann solche Worte benutzen. Ne? Ist anders als das, als dieses Wollen, was immer dann zur Verspannung führt. Und jetzt muss ich abbrechen, weil sonst kommen wir alle zu spät ins Bett und einige müssen ja auch noch nach München zurückfahren. Ich habe gerade noch das Bedürfnis, ich singe noch so eine tibetische Widmungsgebet. Die es können ja mitsingen und mich unterstützen. Das verbindet mich nochmal mit der Tradition. Und das ist ein gute Nachtlied für euch. Mögen wir die Buddhas verzeihen. Sönam de yitam jesek pane tom ne ne pedranam pam jene genga na che balam jom paye si pe so le do wa do wa sho en jam pe pa wa jita jam pa dan kento zam po de yan de shinde de da kun jin je so und dein Lohm Jenge wann den Dantam Jeram Tungo Sangye Kusum ne Pejen Lam Tan Chene Minju dem Pejen Lam Tan Kendu Miche dem Pejen Lam Chin Chin Tang O Waman Lam Dung Pai Shum.